So, jetzt zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom und wir sind hier wieder bei unserer großen Farm unterwegs. So, ich würde sagen, ich schicke den Kollegen hier auch mal zum Abladen. Dann haben wir wenigstens zwei Abfahrer am Feld unten. Ich bin mir echt noch nicht sicher, ob ich das Ganze via Überladewagen mal lösen möchte. Ich glaube, da brauchen wir spezielle Kurse dazu. Darum habe ich mich jetzt entschieden. Wir haben ja noch einen zweiten Wagen. Den muss ich aber erst noch holen. Der müsste noch auf dem anderen Feld drüben stehen. So, mal kurz gucken. Wir haben jetzt hier ein bisschen Verkehr. Ha? Nicht, dass wir da einen Unfall mit unseren eigenen Helfern machen. So. Das letzte Mal haben wir auch noch die Wolle geliefert. Ich hoffe, die ist dort angekommen, wo ich sie hingeschickt habe. Das muss ich dann noch mal kurz prüfen. Und ihr seht schon, oben rechts steht, der muss entladen werden. Das heißt, unser Drescher steht mal wieder. Ja, das Ding ist schon ein bisschen unrealistisch, ja. Ich müsste dem wirklich mal so einen kleinen Bremse einbauen. So. Gut, das heißt, wir gehen jetzt mal ganz fix einmal noch schnell abladen. Warte, das ist unser Korn. Und dann schicken wir den Kollegen dann zurück, auch aufs Feld. Weil der Weg ist ja doch eher länger. Arbeitet er? Ich hoffe, es kommt mir jetzt nichts entgegen. Naja, der arbeitet sehr schön. So. Also, der muss dann auf Feld 31. Ja? Man sollte sich auch schon auf die Straße konzentrieren. So, und das müsste... Was war das? Reifeisen, ja? An. Gut. Und einmal abgeladen hier. So. Und go. Gut. Also dann gucken wir mal da rein. Nein, warum hat's hier Ballen? Warum sind hier Ballen? Woher kommen denn die? Ach nee. Okay, die kriege ich so nicht weg. Warum sind denn hier Ballen? Seit wann liegen denn die hier? Der Kollege ist reingekommen, das ist schön. Ah, der klemmt vermutlich schon seit Ewigkeiten da. Nein. So, dann raus mit dem Zeugs.
Aber kann es vielleicht sein, dass ich eine alte Version habe vom Better Contracts? Sieht man doch normalerweise auch die Anzeige, was geliefert worden ist? Oder muss man das einstellen? So. Sagen, ne, komm, ich war noch ein Stückchen raus. Kann ich gleich den anderen Kollegen drüben anschauen, was mit dem ist. Aber der müsste ja eigentlich seine Arbeit getan haben. Jo, der ist leer. Sehr schön. Fahrzeug muss betankt werden. Warum? Das ist ein voller Tank. Ich verstehe das Fahrzeug nicht. Ich verstehe es nicht. So cool es eigentlich auch ist, so viel Schwierigkeiten macht es uns. Doch eigentlich Juni. Da steht immer noch ein Schneemann. Warum? Vielleicht habe ich da irgendwas an der Karte zu viel rumgeschraubt. Was eigentlich so viel rumgeschraubt habe ich gar nicht. So. Gut. Also. Ich weiß, wir müssen noch, glaube ich. Wir haben zwei, drei Dinge noch zu tun. Fahr bitte zum Palettenlager. Palettenlager. Nein. Also, wir haben zu wenig Fahrzeuge. Der tankt den Drescher ab. Der ist auch am Start hier. Wie sieht es bei dem aus? Ah, der ist auf der letzten Bahn. Wir haben zu wenig Fahrzeuge. Drum, 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 drum. Wir haben aber keinen. Wir haben zwar zwei LKWs, aber keinen Palettenwagen. Mal kurz gucken, gibt's denn ein paar Paletten, nicht Paletten. Was ist denn das hier? Big Back Anhänger. Wo habe ich denn den her? Naja, ich glaube, da muss ich echt mal gucken, dass ich da was für leicht. Den hier vielleicht, ha? Kostet 70. Nützt mir halt in dem Moment gerade nur für diese drei Ballen, wär's ehrlich gesagt ein bisschen sinnlos. Muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen. Später beim Verkauf, ja, macht es dann vielleicht Sinn, aber jetzt nur. Was fasst denn der? Steht leider da nicht, ha? Huh?
Ja, deshalb für die Fahrzeuge direkt noch. Ja, Autostack für Ballen. Ja, nee, so, wenn. Also ich glaube, ich brauche einfach einen weiteren Traktor. Gibt's was im Shop hier? Road Rage. Ah, das ist nicht das, was ich brauche aktuell. Traktor ist drin, aber ich glaube, der ist zu klein. Der nützt uns nichts. Vielleicht etwas Größeres. Haben wir so ein bisschen mehr Power und können vielleicht den einen oder anderen Wagen auch noch vollziehen. Machen wir Breitreif mit Gewicht. Glaube ich, wir machen den so, ja. Da könnten wir zwar. Komm, mach mal Mietas. Ich glaube, das Geld kriegen wir wieder rein. Wir brauchen einfach einen neuen Schlepper. Wir brauchen mehr Fahrzeuge hier. Vor allem welche mit genügend Kraft. Was machst du? Hab ich dich am falschen Ort hingesteckt? Ja. Entschuldigung. So. Sehr gut. Also dann schmeiß ich dich hier gleich mal wieder in die Werkstatt. So. Gut, also, dann gehen wir mal unseren neuen Schlepper holen. So. Ach, da vorne ist alles rot. Sehr schön, sehr schön. Also, zum einen würde ich sagen, holen wir jetzt erstmal diese drei Ballen da ab. Die werden ja erstmal ein Problem sein. Mit diesem neuen schönen Gefährt sind wir auch ein Stückchen schneller noch unterwegs. Ach, ich weiß, was ich noch wollte. So, zuerst mal eins dieses, ja? Wir haben ja noch unser Feld oben. Müssen wir noch spritzen. ja, komm, wir gehen hier lang. Wir gehen noch hier lang. Warum denn nicht? So, und dann haben wir hier nämlich unseren Anhänger für Quadriballen.
Ich glaube, der kleine hier reicht. Ah, wir haben auch einen Dropside. Komm, wir gehen mit dem. Das müsste passen, ja. Ah, komm, wir nehmen mal einen Dropside wieder mal. Warum denn nicht? Immer zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung. Na, bin ich zu weit weg? Warum? Weshalb? Wieso? Naja. Okay, muss ich nicht verstehen. Dann halt so. Dann halt so. So, du fährst bitte mal fix zu Raiffeisen. Raiffeisen an. Go. Und wir holen mal ganz fix unseren Kleinen wieder aus der Werkstatt zurück. Der repariert worden sein sollte. Und mit dem müssen wir... Ich wollte eben fragen, habe ich den Verkehr eigentlich deaktiviert? Das ist ruhig die ganze Zeit auf der Karte. Nee, passt. Mit dem müssen wir unbedingt noch aufs Feld, auf unser Baumwollefeld. Weil da kommt jetzt... Ach nee, hier drüben auch. Muss ich denn aufs Baumwollefeld oder nur auf dieses Feld? Jetzt bin ich verwirrt. Also Herbizid brauche ich eigentlich nur hier. Ne, da habe ich sogar schon. Da war ich schon da. Das Blümchen ist einfach das eine. Aber sonst haben wir hier nichts. Wie sieht es denn aus mit PF? Es ist alles top, außer halt Stickstoff, aber das kommt erst bei der Ernte. Mal kurz gucken. Wir müssen mal kurz durchgehen. Da müssen wir, glaube ich, nur mal kurz einmal anspritzen. pH-Wert und Stickstoff. Kommt vermutlich auch nach der Ernte, hä? Ja, der Rest sieht eigentlich alles überall gut aus. Das sogar 100% läuft. Da der Wald hier einfach, hä? Keine Ahnung, was mit diesem unserem Wald los ist. Was ist mit dem hier? Da fehlt ja alles. Unkraut, das kriegen wir hin. Stickstoff und haben wir auch, aber sehen wir halt auch erst in den nächsten Bahnen. Nächsten Ernte, Entschuldigung. Sieht ihm ganz komisch aus. Naja, also das heißt, wir können mal hier rein. Wir fahren zu unserem Hof. Holen mal die Spritze. Herbizid können wir doch auch bei uns, uns selber herstellen. Das machen wir, glaube ich, sogar auch. Ja, gut, da muss ich auf mutig noch. Oh nein, ich habe mich wieder verklickt. Ah, toll, toll, toll.
Arbeit beendet. Wer hat die Arbeit beendet? Ah, das könnte... Ah, sehr schön. Das könnte theoretisch der... der Mäher sein. Das könnte tatsächlich unser Mäher sein. So. Ja, heute gleich wieder richtig Action hier. Nein! Lass das stehen! Toll. Okay, die Schläuche hinten sind immer noch nicht gut, ja? Mist, Mist, Mist. So, Herbizid. Mal gucken, ob das reicht. Ich wollte mal noch schauen, wegen diese. Herbizid können wir machen, wenn wir Gülle hätten. Mann! Stimmt, Herbizid konnten wir herrschen mit Gülle. Ach, und ich habe alles weggefahren. Mann, bin ich doof. Ah, wie viel haben wir denn drin? 51.000, ja, okay, reicht. Aber Notiz an mich, können wir doch hier reinschmeißen, ne? Gut, ich denke mal, 51.000 Liter reicht mal eine Weile. So, was ich aber noch fix testen möchte, welches Feld war das jetzt, dass da kein... Ja, ich gehe, dann kannst du durchfahren. Ich glaube, Moment. Das hier... Das hier auch. Da hat aber auch der oberste Balk gefehlt hier, hä? Das werden wir gleich mal bei dem testen hier drüben. Aber zuerst. Einmal Arbeit beendet. Du kommst zurück, weil du musst hier weitermachen hier. Ich glaube, wir brauchen hier Heu. Werkstatt. Oh. Und der muss entladen werden, ist... Ja. Ist die gute Frage, warum haben wir hier wieder mal keinen Abfahrer? Weil sie Quatsch machen. Ja, schön. Ich glaube, das löse ich jetzt so, hä? Theoretisch drüben gibt es auch noch eins, aber... Naja. Mal schauen, ob das irgendwie was nutzt beim nächsten Mal. Also, du kommst mal weg. Drescher abtanken, ja. Keine Ahnung, ob der das jetzt hinkriegt. Muss aber. Na komm.
Es ist mir egal. Ah, okay, jetzt macht es. Er macht es nicht, also ich habe jetzt keine Zeit hier. Los. Ah, jetzt hör auf. Zu Ende mit diesem blöden Spielchen. Punkt. Warum, warum, warum? Das Feld ist genug groß, dass wir heute zu Ende kommen wollen. Könnte halt echt schwierig werden. Vor allem, wenn da die Kollegen so einen Quatsch hier machen. Also der ist leer. So, jetzt darfst du da wieder so von mir aus. Abgetankt ist er, passt. Läuft. Jetzt suche ich mal mein anderes Fahrzeug. Ja, weil weit weg ist es nämlich nicht. Es ist die Distanz. Er dürfte nicht mal... Ja gut, bis er überhaupt runter vom Feld ist, ja. So, dann will ich mal den. Bibim. Jetzt habe ich nicht geguckt. Mist. Ich weiß nicht, was gebibimt hat. So. Ach nee, habe ich das Problem mit der Maus? Nee. Wo lang? Ich bin hier und muss links runter. Das sind wir gar nicht mal so weit weg. Gut. Dann holen wir dann fix die Ballen. Frage ist es Heu oder ist es sonst was? Bräuchten wir vielleicht so tatsächlich sogar noch einen weiteren Wagen. Da stellen wir wieder um. Wir stellen das Y. Ne, 240er sind da. Gut. Haben wir die Geschichte? Das müsste theoretisch Heu sein, eigentlich. Denk mal, das können wir bestimmt bei den Schafen reinschmeißen. Du fährst jetzt bitte mal ganz kurz. Wohin fährst denn du? Ich muss doch den... Werkstatt. Mal zur Werkstatt, passt schon. Ich nehme mal an... dass der hier angekommen ist, jawohl.
So, Nummer 1. Und dann das zweite. So. Also, ich glaube, es war Heu. Ja. Also, das heißt, ich brauche hierzu den Wender. Das sind 10,9. Theoretisch, nee, stimmt doch gar nicht. Oder sind es doch 9? Bin jetzt nicht sicher. Ist das jetzt 9 oder 9,5? Ich glaube tatsächlich ist es nur 9. Ist der hier? Ja, das ist nur 9. Mist. Kursfahrzeug löschen. Kurs laden. Ja. Heißt, fahrst du bitte mal auf 10. Übergabe CP und go. Nein, einfach hier. Bitte mach jetzt keinen Quatsch. Sehr schön. Das heißt, der steht jetzt durch das komplette. Ich komme nicht dazu, Mann! Ich komme nicht dazu. Lass mich doch jetzt mal diese Spritzgeschichte anfangen. Gucken, ob das geht oder nicht geht. Meine Güte. Alles gleichzeitig wieder heute. So, und das müsste ja das Feld da oben sein. Direkt geradeaus. Eigentlich. Okay, da halt nichts da ist, wird er auch nicht spritzen, ne? Aber es ist auf Max, sehr schön. Gut, das heißt, theoretisch müsste ich das Ganze hier auch noch machen. Das machen wir dann wohl noch. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich mal hier rauf. Weil dort müssen wir spritzen. Hier war es nur fake, dass hier einfach der Wert nach oben geht. Gut, also. Aber wie gesagt, wir brauchen eigentlich noch einen weiteren Anhänger. Weil ich sollte eigentlich schon noch die Kühe oben versorgen. Aber was ich halt feststelle, wir haben langsam wirklich keinen Platz mehr. Das wird langsam ein Problem. Es wird langsam ein Problem, dass wir da wirklich keinen Platz mehr haben auf dem Hof. So, ich glaube, gespritzt auf dem Feld noch nicht. Das müsste ja die
57. So, ich mach das Ding mal auf. Wir haben hier zum Glück keine Bäume mehr im Weg. Frage, wie fange ich denn an? Ich glaube, ich fange gleich so an, ne? Meter, also kein Kursfeld, 57. Ein Fahrzeug, ein Vorgewende müsste eigentlich reichen. Was machst du jetzt hier? Gib mir einfach bitte den hier. Dann stellt er das einfach um. Hallo? Also nochmals. Generiere. Ich glaube, ein Vorgewende reicht hierzu. Ja, komm. Passt. Ich glaube, so ist es vielleicht sogar noch besser. Feld 57 habe ich jetzt hier. Kurs speichern. Feld 57. 33M. Und Startpunkt erster. Go. Viel Spaß. Okay, ist schon oben. Theoretisch bin ich schon fertig, ja? Aber nee, komm. Spritzen wir jetzt noch komplett durch, weil hier hat es ja jede Menge Unkraut drauf. Naja, das geht alles weg. Das geht alles weg. So, also, wie sieht's denn aus hier? Der Kollege ist immer noch am Start. Okay. Der macht das, was er machen soll. Der hier ist am Wenden. Perfekt. Ich glaube, da können wir uns irgendwann auch mal was Größeres leisten, ha? So, wie sieht's denn hier aus? Läuft das nun hier? Ist der jetzt noch immer auf... Ach nee, okay. Der ist jetzt auf den Bahn, ne? Der ist auf den Bahn. Sehr schön, perfekt. Dann läuft das. Wunderbar. Dann habe ich jetzt hier noch irgendwo ein Fahrzeug rumstehen mit Ballen. Ich würde sagen, das bringen wir gleich direkt zu den Schäfchen. Ich hoffe, das müsste eigentlich Heu sein. Das müsste eigentlich Heu sein. Flop. Ah, komm, ich guck gleich mal kurz hier rein. So, Darf aber noch mehr sein. Darf noch mehr sein. So, da fahre ich jetzt mal dezent außen lang. Und dann wird das gute Stück wieder verräumt.
Schade. Fast, ha? Fast in einem Schwung. Da noch einmal korrigieren, dann steht das Ding. So. Passt. Gut, was haben wir denn hier drin noch? Hier haben wir noch den Futtermischer und den Viehtransporter. Also, dann würde ich sagen, wir können... machen das jetzt halt einfach ein bisschen dezenter. Der ist leer. Sehr schön. Gut. Und wir haben hier... Mischstation. Die werden wir jetzt natürlich noch ganz fix einmal rüber bringen. Dass unsere Kühe darüber nicht verhungern. Das darf natürlich nicht sein, ne? Aber ja, schön, alles wieder grün, alles wächst und wir haben wieder reichlich zu tun. Also uns wird es bestimmt nicht langweilig. So, wir nehmen hier gleich mal den dezenten Weg. Theoretisch, das könnten wir auch mal gucken, dass wir das auch abfahren lassen per Kurs. Problem ist halt hier auch wieder, wir kriegen, wenn es drin ist, nicht wieder raus. Also sprich, das müssten wir schon ein bisschen unter Kontrolle halten. Wie viel, dass wir da rüberfahren. Ich denke zwar, ein Stall kriegen wir auch noch ein bisschen was rein, aber der ist, glaube ich, relativ gut gefüllt, meine ich. So. Kühe, es gibt Mamam. Ja, der Schlepp ist definitiv zu groß für das Gefährt hier. So. Nein, nein, bleib. So. Okay, das steigt wieder. Da waren wir auf Null wegen zu viel Milch. Ja, und allzu viele hatten sie wohl nicht mehr, ne? Allzu viele waren da nicht mehr drin. Ich glaube, die waren sogar kurz vor Hunger. Weil wir kriegen ja 18.000 Liter in den Anhänger. Dann würde ich sagen, bringen wir da noch das eine oder andere. Was ist das? Abholen und liefern, ne? Wäre dann laden im der im Futtermischer liefern an die Kuhweide. Wo habe ich die? Kuhweide Wasser. Ich glaube, das reicht. Und hier Mischration. Jetzt fahren wir den schönen langen Weg. So, und go. So, und ich würde sagen, nein, was macht der? Klaut mir die Vorfahrt, meine Güte. So, also, der darf fahren, passt.
Und wir gucken noch einmal kurz rüber. Missionen sind am Start. Die laufen zwar noch nicht gestartet. Eine auf 50%. Die läuft. Die wird halt ein bisschen länger gehen. Aber auch das wird irgendwann zu Ende gehen. Wir gucken kurz einmal rein hier. Wie sieht es denn aus? Wie viel Stroh haben wir denn schon? Ich glaube eine halbe Million und dann soll es auch reichen. Den Rest verkaufen wir dann einfach. Pressen wir oder sonst was und dann kommt es weg. Mal ganz kurz geschaut bei dem. Der ist auf der ersten Bahn. Ist auch okay. Der zieht da seine Runden. Und der ist jetzt auch auf der ersten Bahn durch. Sehr schön. Wunderbar. Und dann noch hier. Die zwei sind am Kuscheln. Toll. Ach man. Also ihr beiden, keine Ahnung, was ihr die ganze Zeit treibt hier, aber das sieht nicht nach Arbeiten aus. Also geht der jetzt holen oder geht der jetzt nicht holen? Der geht jetzt holen, ha? Gut, dann würde ich sagen, stelle ich den jetzt mal auf Warteposition. Mal gucken, ob das dann wenigstens funktioniert. Müsste dann irgendwo hier sein. Gut, okay, dann passt das. So, komm. Ah, wenn der Kreis des Todes. Gut, wunderbar. Also der soll jetzt hier einfach nur warten, mit der Hoffnung, dass der nur dann wieder rausfährt, wenn er wirklich gerufen wird und andere da seinen Job machen darf. Ja? Der hier. Aber der ist jetzt nämlich sowieso voll. Okay. Gut, also dann würde ich sagen, dann passt das jetzt. Ja? Wunderbar, perfekt. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir haben ein schönes neues Gefährt. Wo ist es denn? Hier ist es. Schon wieder aufgetankt mit neuem Futter. So wie es sein muss. Bueno, ja, Geld geht ein bisschen aus, aber das kriegen wir wieder rein. Ja? Kriegen wir wieder rein, wenn wir da ein bisschen was verkaufen können. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir hier wieder weitermachen. Zeigt es mit einem Abo oder einem Däumchen, einem Kommentar, wie auch immer. Würde mich immer freuen in diesem Sinne. Bis dahin, zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.